Hallo und herzlich willkommen zurück zu Timber and Stone. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, da sind wir wieder in unserem kleinen Dörfchen und überlegen uns, was wir heute bauen. Auf jeden Fall würde ich gerne unseren Miner so weit kriegen, dass er Eisenerz abbauen kann. Dazu muss er Level 8 sein. Und da ist er auch kurz vor. Und dann können wir mit dem Eisenerz sicherlich mal ein paar bessere Werkzeuge bauen. Obwohl wir eigentlich auch mit Zinn und Kupfer schon was anfangen können müssten. Wir schauen mal gerade rein. Und zwar in die Tools. Solid Pick. Wir brauchen Level 6 Blacksmith dafür, also ein Level 6 Schmied. Und 4 Standardbarren. Und Standardbarren werden hergestellt aus 2x Kupfer. Okay. Und davon haben wir bisher 3. Also noch nicht so viel. Da müssen wir also noch weiter graben. Können ja hier das Kupfer mal gezielt abbauen, das wir hier finden. Generell alle Ressourcen, die wir hier finden. Da ist noch Kohle. Und dann werden wir das Eisen auch markieren. Da er ja kurz davor steht, das zu entdecken. Da ist auch nochmal Kohle. So. Und dann müssen wir über kurz oder lang wohl tiefer in den Berg. Was haben wir hier? Hier haben wir 2x Zinn, das ist auch schön. Würde sagen, das Stück hier bauen wir auch mal ab. Na, so. Und ja. Dann wollen wir in dieser Folge hoffentlich das Dach für dieses Haus fertigstellen. Und wir werden einen Schmiedeofen bauen. Guck mal gerade, wie der hier genau heißt. Der braucht 4. Was ist das? Was ist das für eine Ressource? Habe ich ja noch nie gesehen. Dirt. Ja, das ist kein Problem. Also bauen wir einfach eine Forge, eine Esse. Wo setzen wir die hin? Würde sagen, für den Anfang hier. Und wir haben kein Dirt mehr. Ah, doch, haben wir wohl. Ja, schon fertig. So, und jetzt müssen wir uns aussuchen, womit wir das ganze Ding befeuern. Wir können das mit Kohle befeuern oder mit Holz. Jetzt habe ich es angemacht. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Aber gut, wir müssen Stone Tongs haben wir schon. Da müssen wir gar nichts weitermachen. Dann ist es jetzt einfach nur doof, dass ich die Kohle schon angefeuert habe da. Dann sollten wir vielleicht auch versuchen. Dann sollten wir vielleicht schon versuchen, hier ein paar Sachen auch zu craften. Und zwar Standard-Ingots. Wir sagen mal halt immer 10 im Vorrat. Und dann gucken wir mal, was da passiert. Wir haben natürlich noch keinen Blacksmith. Müssen wir mal schauen, wer dazu geeignet ist. Die Christine am ehesten, die ist aber Hörder. Das soll sie auch bleiben. Den einzigen Woodchopper können wir auch nicht abziehen. Können einen von den Foragern abziehen. Schwierige Wahl.
Wir merken uns mal, dass Kohl eigentlich Forager ist. Das sieht man ja auch an den Zahlen. Damit wir jetzt mal einen Blacksmith haben. Schauen wir mal, wo er ist. Was können wir denn da einstellen? Train under Level 3. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Damit der Level... Damit Level 3 mal schnell erreicht wird. Und es sind immer noch 5 Hühnchen. Also bisher ist da nichts passiert. Wobei ich ja auch gesagt habe, ich weiß nicht, ob die wirklich weiter wachsen. Wir müssen noch warten, bis dieses letzte Stück Wand eingesetzt ist. Dann können wir uns ans Dach machen. Nehmen wir einfach eins aus Steinen. Ja, wie funktioniert das? Das habe ich noch nie gemacht. So sieht es irgendwie falsch aus. So schon eher. Dann so. Ja, ich... ich habe noch kein Dach gehört, aber ich denke mal, man muss es irgendwie so... So wird es wohl schon richtig sein. Ich hoffe es zumindest. Naja, wir werden sehen. Wir lassen das mal so. Und es wurde eine Spinne entdeckt von Alden. Da wollen wir uns mal schnell hinbegeben. Da vorne, die greifen wir an. Alden wird in die Richtung gehen und los geht's. Erledigen wir das Tier mal. Kein Problem für Alden. Sammeln wir natürlich auch die Ressourcen von ein. So, und Kohl ist jetzt im Training. Und er kriegt dann pro Durchlauf hier Erfahrung, bis er dann Level 3 ist. Okay. Dann lassen wir die Zeit mal wieder ein bisschen schneller laufen. Ja, das mit dem Dach funktioniert wohl. Aber irgendwie sieht das komisch aus. Ich glaube, das muss ich mal wieder wegmachen. Das ist irgendwie nix. Und dann nehme ich das auch mal weg hier wieder. Na. Wenn ich es denn schaffe, richtig zu klicken. Construction, Roof. Das werden wir wieder rückgängig machen. Das muss ich mir noch mal etwas genauer ansehen, wie das funktioniert. Sonst setzen wir da erstmal einfach nur eine Platte drauf und machen das Dach dann später.
Vielleicht ist das auch ein Problem jetzt hier mit dieser Ecke. Wenn ihr da Tipps habt, immer her damit. Wir könnten die Tür natürlich auch nach vorne setzen. Ist vielleicht nicht mal die schlechteste Idee, und dann hier einfach noch einen Sockel vorzusetzen. Das machen wir mal. Das machen wir mal. Also, nochmal Boden. Was haben wir hier genommen? Flatstone. So ist schon richtig. Dann eine Tür. Unter Objekte. Türen. Timberdoor. Hierhin. Und dann müssen wir das wieder abreißen hier. So. Und dann werden wir das auch wegnehmen eben. Dann können wir da nämlich noch die letzte Stufe hier dran setzen, damit es schön aussieht. Und dann mal schauen. Scheinbar müssen wir das nicht mal. Aber wir machen es jetzt trotzdem, weil es hübscher aussieht. So, jetzt mach das mal bitte fertig hier. Okay, dann zuerst die Stufe. Jetzt holt er sich wieder Holz. Er hatte ja gerade Holz dabei. Er hätte es ja eigentlich erstmal fertig machen können hier. Ah, jetzt geht er hier auf das Gerüst. Ah, da ist er vorher nicht drauf gekommen. Jetzt kommt er drauf, weil die Stufe da ist. Also müssen wir es treppenförmig bauen. Ist aber gut zu wissen. Da kommt er von innen aber dran. Genau. So. Jetzt hätten wir es eigentlich schon fertig. Nehmen wir das Gerüst mal weg fürs Erste, lassen hier die Sachen abbauen und dann kümmern wir uns um ein Dach. Witzigerweise kommt jetzt keiner das abbauen, das macht dann offensichtlich nicht der Builder, sondern hier der Miner. Der ist aber gerade anderweitig beschäftigt. Dann müssen wir da leider noch drauf warten. Okay. So, was sagt denn unser Schmied? Cole ist Stufe 2 und trainiert immer noch weiter. Aber er stellt dabei immerhin auch Eisenbarren her, das ist gut. Oder Standardbarren aus Zinn. Sehr gut. Und unser Lager für Wheat ist fast voll. Das heißt, wir müssen eins bauen. Storage. Und das wird dann Wheat sein. Ein Haypile. Platzieren wir hier direkt hinter den... Obwohl, nee. Da muss ja auch der Trog dran. Aber neben dem Feuer ist jetzt auch nicht so sinnvoll. Wir setzen es erstmal hier hin. Also ich knall das alles hier in die Mitte. Wir bauen da noch schön drumherum und setzen das dann auch alles nochmal neu um. Oh, da ist ein Händler. Stopp. Pause. So, ein Händler ist angekommen. Und wir sollen einen Trader bereithalten, um mit ihm zu handeln. Jetzt müssen wir mal gerade gucken.
Wir haben natürlich jetzt gerade keinen Händler. Wir werden mal kurz einen machen. Trader Enoch, unser Carpenter, der hat gerade eh nichts zu tun. Der wird mal eben Trader. Er steht hier nämlich rum. Und dann werden wir mal eben gucken, ob wir was verkaufen oder kaufen wollen. Und wir haben 18 Geld. Was brauchen wir? Was brauchen wir? Ja, wir könnten uns ein paar Samen kaufen für eine Feldfrucht, die wir noch nicht haben. Zum Beispiel Kartoffeln oder Karotten. Ich nehme mal Kartoffeln und dann sage ich mal kaufen. Und Corn Seeds brauchen wir nicht, das haben wir eingepflanzt. Karotten kaufen wir auch noch. So. Und was können wir verkaufen? Wovon haben wir viel? Wir haben sehr viel Stein. Das können wir verkaufen. Ja, und jetzt lassen wir das mal laufen. Das finde ich jetzt ziemlich krass schlecht. Guckt euch mal das Angebot hier an. 521 Steine möchte er mitnehmen. Für 3 Münzen. Boah. Nee. Das ist ja ein ganz schlechtes Angebot. Es kommt mir zumindest schlecht vor. Mal gucken, ob da noch ein besseres kommt. Aber so bin ich damit nicht einverstanden. Lassen wir die Zeit mal weiterlaufen. Vielleicht kommt jetzt noch ein weiteres Angebot. Ah ja. Aber 6 Samen für Karotten sollen jetzt 12 Münzen kosten, ja? Nee, danke. So, 4 Kartoffelsamen für 8 Münze. Finde ich auch sehr viel. Aber ich glaube, das machen wir jetzt mal. Dann können wir mit Kartoffeln anfangen. Können wir ein kleines Kartoffelfeld hier erstellen. Haben wir ja hier noch Platz. Farm. Kartoffeln. Warum haben wir das Feld eigentlich so klein gemacht hier? Die Flachsfarm. Die werden wir mal vergrößern. Das heißt, wenn die abgeerntet ist, stellen wir jetzt ein, dass nicht neu eingesät wird. Dann können wir die nochmal neu bezeichnen. Ja, und hier werden dann die ersten Kartoffeln eingesät. Sehr schön. Und Enoch kann jetzt wieder Carpenter werden. Denn das kann er am besten. So. Hält sich aber auch sehr lange. Jetzt könnten wir auch auf Holz umsteigen. Aber Holz bewahre ich mir mal lieber auf. Oh, was haben wir da denn? Sind wieder ein paar Ressourcen aufgetaucht. Können wir ihm auch sagen, dass er das hier machen soll zuerst? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, da geht er gleich wieder weg. Okay, also das mit dem Handel, muss ich ja sagen, naja. Wir müssen unser Steinlager vergrößern. Kostet 35 Stein, das machen wir. Ja, sehr schön. Sieht dann auch gleich größer aus. Ja, dann würde ich sagen, bauen wir als nächstes
hier, wo wir die Halle haben, mal was Schönes hin. Und zwar werden wir erstmal eine neue Halle bezeichnen. Die machen wir hier so lange hin. Die muss nicht so groß sein. Einfach nur, dass die Leute da warten. Und dann werden wir hier den Boden ausgraben und was Schöneres reinsetzen. So. Denke, Steine haben wir auch fürs Erste genug. Dann werden wir die Aufgabe wieder wegnehmen. So. Und wir haben einen Wolf gespottet. Enoch hat einen Wolf gesehen. Moment, Enoch steht doch hier im Lager. Da müsste der Wolf ja relativ nah sein. Da ist er. Da schleicht er sich an. Angreifen. Zeit laufen lassen. Es hat ja jeder eine Keule dabei. Aber keiner geht hin. Jetzt hat Ophelia einen Wolf gesehen. Ophelia ist auch im Lager. Ophelia. Ophelia, Ophelia. Wo bist du? Da? Nein, das ist Frederik. Ophelia, jump. Da. Oh ja, da sind sogar zwei Wölfe. Da würde ich sagen, gib Gummi. Zwei Wölfe ist nicht so gut. Ab ins Dorf mit dir. Lauf. Ja, ich weiß. Muss jetzt nicht wieder in Pause gehen. Lauf einfach weg. Das sind sogar drei Wölfe. Oh, weia. Drei Wölfe. Stopp, 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 stopp. Hier bleiben. So, jetzt hauen sie wieder ab. Da kommen sie wieder. Also wir greifen sie an. Das bringt ja so nichts. Alle drei, so, jetzt sind sie markiert für Angreifen. Und jetzt geht mal ein mutiger Siedler hin. Oh nein, unsere Hühner. Die Wölfe holen sich die Hühner. Na. Ach Mensch, so. Ich krieg sie nicht ausgewählt. Aber auf jeden Fall greifen unsere Dörfler jetzt an. Das ist schon mal gut. Schlecht ist, dass die Wölfe hier rein können. Das ist sehr schade. Müssen wir zwei tote Hühnchen hier mal entsorgen. Brauchen wir Nachschub. Ja, so schnell geht's. So schnell geht's. Gut. Dann sind wir für heute wieder am Ende der Folge angekommen. Ich denke hier unsere Halle, das wird dann ganz hübsch werden. Wir machen hier einen schönen Steinboden rein, wie hier, nur dass er diesmal direkt ebenerdig sein wird.
Und dann erstmal ein paar Wände drumherum, einen Eingang. Damit die Leute nicht so im Freien rumstehen müssen, wenn sie warten. So quasi als Begrüßungscenter hier, auch für ankommende Reisende. Ja, aber dann halt erst in der nächsten Folge. Okay. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Timber and Stone. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.